Hallo und herzlich willkommen zurück zu Harz Medicine Hospital Heat. In der letzten Folge haben wir einen guten Versuch gewagt, aber es leider nicht geschafft, von der Anhörung mit der Akte abzulenken. Und genauso gute Versuche haben wir auch beim Spielen gemacht, aber es teilweise leider auch nicht geschafft. Deswegen sage ich mal frisch, fromm, fröhlich, frei ans Werk und wir starten direkt. Oh Gott, mit einem Minispiel-Wahnsinn. Räume groß ab, indem du so viele Minispiele wie möglich abschließt. Oh mein Gott, mir tut jetzt schon das Handgelenk weh. Okay, ich krieg sogar schon Schluckauf dabei. Ich weiß gar nicht mehr, was ich überhaupt alles machen muss. Okay, das war jetzt noch einfach. So, das wird jetzt wieder dauern. Und ich hasse es, Babys zu drehen. Das ist schon wieder zu weit. Ich hasse es. Ich will weniger Babys bekommen, die ich drehen muss. Dann wickel ich lieber mehr. Das ist mir egal. So. Oh Gott, schon wieder. So. Ah, Zwillinge. Sehr schön. Gut, dass wir nicht die Zwillinge gleichzeitig machen müssen. Ah, das hat er angenommen. Okay. Also gleichzeitig die Windeln wechseln müssen. Das wollte ich eigentlich sagen. Gleichzeitig machen, glaube ich, ist kein Thema für einen Mann. So, das Baby war zwar nicht so ganz freigelegt, aber es ist nicht schlimm. Was Schlimmes ist dieses ewige Drehen. Aber ich will mich nicht beklagen. Oh, ein süßes, lachendes Baby. Oh, wir sind schon fertig. Oh, wow. Okay. Volle Punktzahl. Ich weiß gar nicht, ist hier irgendwie Zeit abgelaufen oder so? Es ging jetzt gerade sowas von schnell. Mega, mega gut. Okay. So, Mutterinstinkt. Verdiene 15 Herzen durch Windeln wechseln. Oh, shit. Du bist immer noch so unschuldig und frei. Aber alles, was du brauchst, ist etwas Aufmerksamkeit und dein großartiges Lächeln. Du solltest dir überlegen, so zu bleiben. Das Leben wird so kompliziert. Wo ist die Ärztin? Da ist die Ärztin. Anscheinend ist das Muttergefühl Teil deiner DNA. Da bin ich mir nicht so sicher. Ja, und wir sind über der magischen Grenze von 500 hinweg. Und ich habe keine Ahnung, was ich damit mache. Ich würde sagen, dass wir einfach mal hier vorne die Sache mit den Broschüren kaufen. Eigentlich sollte es mir am besten für die nächste Runde sparen. Aber wir testen einfach mal, ob das irgendetwas bringt. Wenn nicht, dann, ja, dann ist es mir auch egal. Dann kaufe ich hier nichts mehr. So, du gehst jetzt erstmal aufs Bett. Ich gehe auch schon mal direkt mit. Du gehst auf den Gymnastikball. Zack, atmen und einmal kreisende Bewegungen machen. Keine Ahnung, was das überhaupt sein soll. So, ihr beide könnt wechseln. Du gehst hier hin. So, das Baby haben wir oben. Na, geh da drauf. Einmal untersuchen. Da auch. Du kannst schon mal das spielen. Und atmen, nicht vergessen. Und nochmal untersuchen. Beziehungsweise nicht untersuchen, sondern im Kreis drehen. Wieso dreht das nicht bis zum Ende mit? Das ist so nervig teilweise. So, euch kassiere ich nochmal eben schnell ab. Zack. Okay, vielen Dank und auf Wiedersehen. Fläschchen geht am schnellsten. Das dauert natürlich länger, weil wir immer wieder unterbrochen werden und beklaut werden von unserem Patienten. Einmal tief durchatmen, bitte. Achso, ich habe jetzt die Sachen gar nicht angezogen, sehe ich gerade. So, nochmal untersuchen. Du kannst nach hier. Für dich brauchen wir das hier. So, nochmal untersuchen, nochmal untersuchen. Du kannst da oben hin. So, du dahin. Einmal Baby. Wieso habe ich jetzt gesagt, du dahin? Ich wollte eigentlich nur das Ganze nehmen, aber egal, ich stehe hier gerade ein bisschen. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich sage oder was ich tue, also ist das alles nicht so schlimm. Okay, so, dann wäre mir hier nochmal das Baby drin. Ich habe mich jetzt lange davor. Oh, ich hab's. Ach, jetzt geht das wieder so schnell, das ist so nervig.
Ach, diese langsamen, die sind ja noch okay, aber diese schnellen, die gehen gar nicht. So. Danach Giraffe. Zack. So. Genau. So ist brav, mein Kleiner. Aber wir müssen hier leider vorher erstmal ein bisschen abkassieren. Sonst haben wir hier keine Chance mehr. Die müssen wir mal kurz auffüllen. Sonst können wir nämlich nichts nehmen. So, ach, haben wir schon. Haben wir schon. Alles gut, du gehst nach oben, das nehmen wir. Ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht, wer jetzt zuerst da gewesen ist. Du gehst nach oben. Wir atmen erstmal ein und aus, bevor wir irgendwas anderes machen können. So, du gehst dahin, du gehst dahin. Einmal abkassieren, bitte. Och, nee, nicht schon wieder was zum Drehen. Ich hasse dieses Spiel. Nein, ich hasse es nur, wenn die gedreht werden müssen, die Babys. Also alles gut. So, atmen bitte. Einmal die Milch. Einmal die Kombination. Einmal die Milch nehmen. Zack, du gehst dahin. Zack. So, dich können wir dahin stellen. Das machen wir damit. Das ist wieder dieses dämliche, ich weiß immer noch nicht, was es ist, gedrehe. Du dahin. Zack. Da oben. Einmal Giraffe. So. Ich habe die Giraffe irgendwie doppelt geholt. Ich weiß auch nicht. Okay. So. Einmal nochmal dieses Drehspielchen. So. Du. Kann ich in der Zeit nämlich schon mal klicken. Du nach oben, während ich da weitermache. Und ihr geht jetzt alle nach hier. So, wunderschön. Dankeschön und auf Wiedersehen. Ah, ich habe ihn gehört. Ich habe ihn gehört. Oh mein Gott. So, Flasche, Flasche, Flasche. Mal hin. Das geht nämlich am schnellsten. So, du kannst auch nach unten. Du kannst zum... Na gut, dann machen wir das in der Zwischenzeit. Mal eben schnell, dass wir die abkassieren. Du gehst nach unten. Wir brauchen eine frische Windel. Zack, der kann ja jetzt nicht die ganze Zeit hier warten. So, wir müssen auch dringend mal ein- und ausatmen. Du gehst dahin. Mit dir müssen wir wieder dieses abartige Drehspielchen machen. Und schon wieder nimmt das nicht komplett an. Ich glaube aber, das ist, wenn ich auf dem zweiten Bildschirm bin, dass der dann das irgendwie nicht erkennt. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Du gehst dahin, mit dir müssen wir nochmal atmen. Du dahin. Du dahin. Dahin. Ja, nee, du kannst nirgendwo hin. Ja, geh dahin, los. Nein, geh da nicht hin, das ist die falsche. Aha! Nimm die Flasche, die du eigentlich schon genommen haben solltest, aber nicht konntest, weil die noch nicht fertig war. So, da sammeln wir das. Du gehst dahin, zack, du gehst dahin. Da sammeln wir das für. Einmal das, dann dieses komische Drehspielchen wieder. Ja, weil jetzt geht es nämlich besser. Einmal nach unten. Oh nein, 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 nein. Kommt, Leute. Nein, nicht so schnell. Nicht so schnell. So, ihr nach oben. Du untersuchen. Zack. Du gehst erstmal dahin. Einmal alle abkassieren. So, das einmal. Och, jetzt komm schon. Das ist aber echt blöd eingebaut, muss ich sagen, wenn das wirklich daran liegt, dass es mit dem zweiten Bildschirm zu tun hat. Weil so viele Leute haben zwei oder drei Bildschirme. Und das ist doch sehr, sehr nervig. So, okay. Du gehst nach unten. Dich kontrollieren wir in der Zeit mal eben schnell. Das nehmen wir mit. So, einmal Ultraschall. Und sie steht auf. Okay, perfekt. Ah, oh. Sehr, sehr geil. Wir haben alle drei Punkte. Wir haben sogar den Oliver gefunden dieses Mal und die Herausforderung geschafft. Wunderbar.
Ich hätte eine Idee, wer uns helfen könnte, aber es wird dir ganz sicher nicht gefallen. Ich weiß nicht, Allison. Ruth macht mir irgendwie Angst. Sei kein Weichei. Wir haben keine andere Wahl mehr. Sie ist die einzige Person, die die Wahrheit kennt. Ich werde dir sagen, was du mit dem Papierkram machen kannst. Oh. Ich glaube, wir haben ein kleines Aggressionsproblem. Oh, ihr seid beide hier. Das ist kein gutes Zeichen. Worum geht es? Also. Das verstehe ich, aber ich kann euch nicht helfen. Wenn ich es nicht schaffe, die Hypothek für das Haus meiner Mutter abzuzahlen, dann sitze ich auf der Straße. Und darüber hinaus wird die Einrichtung, in der meine Mutter untergebracht ist, nicht von ihrer Krankenversicherung gezahlt. Ich habe im Moment auch eine Unmenge an Problemen, um die ich mich kümmern muss. Es ist ja nicht so, dass wir eine klinische Prüfung durchgeführt haben, für die zusätzliche Medikamente benötigt wurden. Ich meine die Art von Prüfungen, die von Praktikanten geleitet werden. Und selbst wenn du eine erfinden würdest, dann müsstet ihr eine Praktikantin finden, die dumm genug wäre, auszusagen, dass sie die Akten falsch abgelegt hat. Eine Praktikantin, die so schusselig ist, dass sie aus Versehen alle Medikamente eingesetzt hat, statt die Medikamente nur für die Prüfung zu nutzen. Vielen Dank, Ruth. Oh nein, dank mir nicht. Das ist ja gar nicht meine Idee. Ich würde sowas Dummes niemals vorschlagen. Bist du dir sicher, dass er es wert ist, dass du für ihn lügst, Allison? Ich würde dasselbe für dich tun. Nach der Anhörung werden wir auch eine Lösung für all deine Probleme finden. Versprochen. Dumme Kinder. Die gute Seite sehen. Heitere Sophia auf. Sophia? Allison, was machst du hier? Ich habe dich weinen gehört. Du musst deine Tränen nicht von mir verstecken. Mir geht es ähnlich. Es ist nur, dass alle von mir erwarten, dass ich glücklich bin. Und das bin ich ja auch. Aber ich mache mir auch solche Sorgen. Ich muss ein Kind großziehen. Allein. In einer schäbigen Wohnung. Wenn du willst, dann werde ich dir bei allem helfen. Danke, Allison. Ich könnte deine Unterstützung wirklich gut gebrauchen. Gehen wir auf die Entbindungsstation und gönnen uns etwas von Chances Tee. Ja, selbst wenn ich Geld bekommen hätte, hätte ich es jetzt ehrlich gesagt nicht mehr eingesetzt, weil das so eigentlich ziemlich gut ist und ich das Geld für die nächste Station sparen möchte. Deswegen legen wir direkt schon mal los. Einen Schnuller brauchen wir. Kommt sofort. Du gehst dahin. So, ich weiß nicht, was mit dem Tee ist hier. So, ich muss hier einen neuen Tee machen, oder was? Okay. Gut zu wissen. Ich wollte es eigentlich nur mal ausprobieren. So, das. Also, wir müssen ihr quasi immer wieder einen neuen Beruhigungstee machen, damit sie nicht total durchdreht. So verstehe ich das jetzt gerade. So, wir atmen einmal ein und aus. Dann werde ich wahnsinnig. Da müssen wir eigentlich gucken, dass ich hier nicht durchdrehe. Du gehst nach oben und du gehst dahin, wo ich draufgeklickt hatte, bitte. So, du gehst schon mal dahin. Das kombinieren wir. Zack. Du auch dahin bitte. Du dahin. Einmal untersuchen, durchatmen und Windel wechseln. Du gehst dahin. Schnuller geht ein bisschen schneller, deswegen kommt der jetzt erstmal als erstes dran. So, mein Kleiner, ich zeig dir erstmal, wie wir das Ganze machen. Dann musst du das demnächst alleine machen.
Okay, atmen nach oben. So. Du kommst auch hier hin. Oh, der Tee, Hilfe. Den müssen wir nochmal eben machen. Fläschchen kombinieren. Fläschchen wiederholen. Fläschchen geht schneller. So. So, du kannst noch da. Mit dir ist alles in Ordnung. Kümmere dich hier mal eben. Nein, du bist noch da. So, du nach da. Machen wir mal eben Fläschchen. In der Zeit gucken wir. Ja, das war so klar, dass die dann wieder zurückgeht. Gucken wir dann direkt schon mal danach. Ach, dann jetzt auch noch ein Schnuller, Leute. Du kannst dann nach unten. Du gehst nach da. Für dich haben wir gerade keinen Schnuller mehr. Tut mir leid. So, einmal die Windeln wechseln, einmal atmen und dann gehen wir mal schnell dahin. Und tut mir leid, aber da muss ich hier erstmal eben aufstocken. Zumindest eins. So, das. Du kannst dahin gehen und dein Baby drehen wir mal eben schnell. Wobei schnell hoffentlich jetzt nicht das ist, was ich jetzt wirklich kriege. So. Windeln, du dahin. Windeln wechseln. Oh, ich habe jetzt echt damit gerechnet, dass der jetzt hier. Oh nein, der Tee. Tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Okay. Er geht dahin. Das brauchen wir dafür. Oh ja, ich muss dringend noch hier Dings auffüllen, den Schnuller auffüllen. Beziehungsweise die Schnuller auffüllen, habe ich auch noch nicht gemacht. So. Einmal hier, einmal da. Du kannst schon mal da oben hingehen. Du kannst wieder zurück und du hast jetzt keinen Platz mehr. So, jetzt haben wir natürlich auch keine Schnuller mehr. Ah! Schnell die Schnuller auffüllen. So, ihr dahin, du dahin. Den Tee bitte einmal auffüllen. So, schnell den Schnuller, Fläschchen rein. In der Zeit die Sache mit dem Schnuller machen, bitte. Fläschchen ist durch. Du gehst dahin. So, einmal so. So, du kannst nach oben. Das müssen wir drehen. Das hört sich so ein bisschen wie so ein Ultraschallgerät an, irgendwie. So, tütütütütüt. So, du nach da. Du nach da. Wollt ihr mich eigentlich alle verarschen, dass ihr immer alles gleichzeitig haben wollt? So. Du runter, können wir wieder nicht. Ein lächelndes Baby. Du nach oben, da müssen wir schnell hin. Einmal tief durchatmen, bitte. Du gehst nach da, du ebenfalls, beziehungsweise eins runter. Jetzt müssen wir aber trotzdem hier mal ganz kurz die Leute abkassieren, weil sonst werde ich hier wahnsinnig. So, einen schnell auf Vorrat. Habe ich die Windel jetzt genommen? Ich habe die Windel jetzt genommen. Wieso will die jetzt nicht mehr, dass ich die Windel wechsle? Keine Ahnung, warum. Wenn sie nicht mehr möchte, dann ist es nicht mein Problem. Oh nein, das war das Drehen. Das wollte ich ja gerade nicht. So. Atmen, komm, geh runter und atme mit der. So, schnell den Tee. Mach den Tee, verdammte Hacke. Och, komm, sie will schon wieder nicht. Das ist doch nicht dein Ernst. Okay, das Spiel ist scheinbar schon wieder verbuggt, aber sie kann sich wenigstens noch bewegen. Was jetzt aber schade ist, dass sie den Tee jetzt nicht mehr macht, obwohl die noch nicht ganz am Ende war, gerade eben. Aber jetzt am Ende ist, dadurch, dass sie es nicht gemacht hat. Okay, es war so klar. Doch, du sollst nach oben gehen. So, du gehst nach da unten. Ihr beide wechselt bitte. So, einmal Fläschchen geben. Einmal das. Drehen. Mann, geh bis zum Ende durch. Nimm das. So, einmal da. Wo ist das Baby? Da ist das Baby. Ihr kommt hier runter. So, einmal, das war so klar. Das hat er nämlich schon lange nicht mehr gemacht. Okay, jetzt müssen wir trotzdem mal eben schnell abkassieren. So, schnell nehmen. Die kommt hier hin. Schnuller, du kommst runter. Du nach oben. Du nach da. Für dich müssen wir das haben. Du gehst da runter. Zack. Doch, du sollst das nehmen, was ich gerade in Kombination geholt habe. Nichts anderes. Hat sie wieder nicht gemacht. Na super. Okay, du gehst runter, du gehst dahin. Du kombinierst das, du gehst dahin.
Zack. Und sie dann noch. Windel habe ich noch. Okay. Oh mein Gott. Okay. Warum ist die jetzt immer noch nicht da oben? Ich habe sie eben schon nach oben geschickt. Mein Gott, Leute. Das muss schneller gehen, ehrlich. So, du dahin, das nehmen wir damit. Das wird dieses Drehding. Okay, das geht wahrscheinlich schneller, nehme ich an. Das ist wieder das Baby drehen, das kann schon wieder nichts werden. Ja, ich hab's ge... Oh, Leute, ernsthaft. Mann, 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 Mann. So. Zwei Sterne haben wir immerhin noch gehabt. Ich habe eigentlich das Gefühl gehabt, wir hätten drei gehabt, aber okay. Oliver haben wir leider nicht gefunden und ja, die Herausforderung durften wir dann nicht mehr machen, weil er es nicht mehr angenommen hat, obwohl die Zeit noch nicht abgelaufen war. Aber immerhin. Danke, Allison. Das habe ich jetzt gebraucht. Kein Problem. Du weißt, dass ich für dich da bin. Ich habe die Berichte und die Anforderungsformulare für die gefälschte Prüfung erstellt, aber ich brauche noch deine Unterschrift. Warte! Das musst du nicht für mich tun. Wenn sie das herausfinden, ich habe das getan und vielleicht muss ich jetzt auch die Konsequenzen dafür tragen. Unsinn. Wir müssen das tun. Ja, dann gibt es den Babyboom. Hilf so vielen Babys wie möglich. Eine neue Herausforderung. Keine Ahnung, wie das gehen soll. Oh mein Gott, das wird wahrscheinlich wieder so ein Arbeit am Fließband-Ding. Nehme ich mal stark an, weil das irgendwie gerade danach aussieht. So, das brauchen wir. Das brauchen wir. Das tun wir dahin. Einmal... Einmal das. Oh mein Gott, Leute. Ist das jetzt euer Ernst? Wie viele wollen jetzt hier noch kommen? So, dahin. Hallo, die Flasche. Du hast sie noch nicht genommen. Oh Gott, die Kombination. Das sind die. Ihr könnt schon mal hier rüber gehen. Die Kombination. Das ist der. Dann brauchen wir zwei Schnuller. Einmal. Zweimal. Untersuchen. Untersuchen. Oh mein Gott, ich muss mal schnell... Aha, ich muss euch hier in der Zeit schon mal alle hinstellen. Ich weiß gar nicht, was ihr braucht. Oh Gott, das ist ja wirklich Arbeit am Fließband hier. Windel, Windel, Windel. Komm, schnell Windel. So, einmal das, einmal das. Davon haben wir noch. Dann die Flasche schnell nehmen, zack. Schnell dahin. Brauchen wir noch einen von. Schnell dahin. Euch setzen wir alle hier rein. Oh, ich habe keine Ahnung, was jetzt hier als nächstes kommt. Hilfe. Leute, ist das euer Ernst? Jetzt mal ohne Scheiß. Das. Dann, das ist glaube ich, der. Ich hoffe zumindest, dass es der ist. Dann das. Dann mal schnell abkassieren. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh. Ja, dann nicht. Ist mir auch egal. Schnell nachfüllen. Nachfüllen, nachfüllen. Schnell, schnell, schnell. Schnell machen. So. Das. 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 Hallo. Ach, dann halt nicht. Das ist mir doch egal. Na komm. Willst du deine Windel halt nicht gewechselt haben? So, das. So, du gehst dahin. Dahin. Dahin, ist mir auch egal. Moment, da hat jetzt einer... Ich habe ja noch die Windel von dem einen, der sie jetzt noch nicht gewechselt haben wollte. Dann das Ding mit den Socken. Hierhin, Babyflasche. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Schnell abkassieren. Oh, wollt ihr mich verarschen? Was ist das für eine Herausforderung hier? Ah! So, das? Das kann ich noch machen. Giraffen sind gerade ausverkauft, tut mir leid. Das können wir hierhin machen. So, die Kombination können wir hierhin machen. Die Kombination können wir hierhin machen.
Da muss ich nur einmal untersuchen. Schnuller haben wir noch. Komm, hat er das mit dem Schnuller jetzt gemacht? Hallo? Mann, du sollst das doch machen, was ich hier vorgebe. Gott! Oh mein Gott! Ich glaube, ich hätte wesentlich strukturierter vorgehen müssen. Oh! Ich habe teilweise gar nicht gesehen, was ich überhaupt machen muss. Das ist so ein Chaos gewesen. Ich bin einfach nur froh, dass das vorbei ist. So, wir sind zwar schon sehr knapp, aber wir machen noch eben die Lebenslüge. Denkt die Entschuldigung für den Vorstand aus. Ich könnte dich heute begleiten, wenn du das wünschst, Papa. Nein, ich habe keine Hilfe nötig. Das ist mein Moment. Darauf habe ich lange gewartet. Willkommen. Victor hat einen Misstrauensantrag gestellt. Das sind ernste Anschuldigungen, die wir nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ich hoffe, dass du diese Behauptung beweisen kannst, Victor. Das kann ich sicherlich. Okay, dann werden wir mit den Eröffnungserklärungen beginnen und die Beweise begutachten. Am Ende des Tages hat jede Partei die Möglichkeit, Zeugen zu präsentieren, die die Behauptungen belegen können. Es tut mir leid, ich dachte wirklich, dass ich die Anfrage für die klinische Prüfung eingereicht hätte. Ich weiß, dass das ein Fehler war, aber es ist doch sicherlich nur ein administrativer Fehler. Puh, ich denke, das müsste reichen. Bist du bereit für deinen ersten Tag hier auf der Entbindungsstation? Oh wow, bei all dem, was in letzter Zeit so passiert ist, hätte ich das fast vergessen. Ja, ich bin bereit. So, wir werden ein wenig einen Zahn zulegen. Ich werde mir das Geld sparen, was wir haben, damit wir das dann später. Was braucht sie? Was braucht sie? Okay. Damit wir das dann später für die nächste Station haben. Das wollte ich eigentlich sagen. So, du wieder aufs Bett. Da brauchen wir das noch für. So, ein strahlendes, lächelndes Baby. Einmal ein- und ausatmen. Du gehst auf den Gymnastikball. Du hast zu viel zugenommen mit der Schwangerschaft. So, dahin. Doch, du gehst dahin. Los. So, dann nehmen wir das. Das dahin. Können wir gerade nicht. Mist. Haben wir das jetzt? Genau, so. Du gehst dahin. Ah. Du dahin, dich müssen wir untersuchen. Sag mal, wie oft muss ich dich jetzt noch auf diesen dämlichen Ball schicken? Ganz ehrlich. So, du dahin, das müssen wir erstmal eben zwischendurch machen hier. So, die mal eben auffüllen. Und ich habe den Auftrag falsch abgelegt. Da muss man irgendwas. Keine Ahnung, ich klicke einfach mal irgendwelche Antworten an. Du gehst nach unten. Bist du jetzt nach unten gegangen? Wahrscheinlich wieder nicht. Nein, er war wieder zu faul, dahin zu gehen, wo er hingehen sollte. Okay. So, einmal der. Einmal der. Du gehst nach da unten. Einmal untersuchen. Flasche rein. Kümmere dich so lange um die Patientin. Nein, wir brauchen die Flasche. Und noch eine Flasche. Und nehmen alle nur die Flaschen hier. Grausam. Nimm mit. So, das geht schneller. Zack. Oh mein Gott, das geht nicht schneller. Nein, komm, komm, komm. So, du gehst dahin. Dich können wir nochmal behandeln. Du gehst rüber. Du gehst nach oben. Zack. Ja, einmal die Windel. Nein, können wir schon wieder nicht, weil wir hier wieder unterbrochen werden. So, atmen bitte. Nochmal untersuchen lassen. Du auch. So, euch beide können wir tauschen, nachdem ich jetzt weiß, dass das möglich ist. Du nach da unten. Nee, du nicht nach da unten. Das geht gar nicht. So, dieses Medikament, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Wir müssen das ja im Endeffekt nur anklicken. So, du auch. Du gehst wieder runter und atmen bitte. Du gehst nach unten. Du gehst dahin, da gehen wir jetzt mal eben schnell hin. Das eine füllen wir nochmal schnell auf. So, dann geht's schnell dahin.
Ziehen. Oh, komm, jetzt mach weiter. Mein Gott, das ist so nervig. Ich kann natürlich meinen zweiten Bildschirm nicht mal eben so ausschalten. So. Ja, es war so klar, dass du das schnappen würdest. Zack. Du gehst dahin, das brauchen wir. So, ihr könnt wechseln. Dafür brauche ich das Gerät. Boah, ich habe so das Gefühl, dass es irgendwie immer schneller wird, egal was ich mache. So, das schnell rein. Schnell eine Antwort ausdenken. Kommt mal hinne. Wir sind nur Kollegen. Du kannst dahin. Haben wir den genommen? Ja, haben wir. Zack, zack, zack. Ja, da können wir sowieso wieder nichts machen. So. Okay, hier untersuchen. Du gehst dahin. Du kannst nicht dahin. Du gehst nach da. Das mal eben schnell machen. Damit hier wenigstens wieder ein bisschen Platz ist. So. So, einmal dahin. Brauchen wir eine Windel. Eben noch schnell atmen. Nein, ich weiß, da müssen wir das nehmen. Ach, das war wieder diese Sache. So, Windel. Ja, zack. Du kannst nirgendwo hin. Du musst erstmal nach oben. So, du gehst hier hin. Du dahin. Und hier müssen wir wieder dieses blöde Drehen machen. So, da ist jetzt frei, da können wir hin. Da müssen wir uns eine Ausrede ausdenken. Ach, das scheint aber dann. Nein, nein, ich wusste, dass wir schuldig waren. Nein! Ja, und es wäre mir auch gelungen, wenn da nicht Victor wäre. Das ist alles ein großes Missverständnis. Okay, ich glaube, ich habe jetzt zu so schnell gedrückt eben. Ich glaube, ich musste nämlich wirklich die Aussagen für gleich heraussuchen. Das wäre natürlich blöd, weil ich einmal gar nicht so nachgeguckt habe. So, du gehst. Oh, du gehst nicht dahin, weil ich hiermit noch beschäftigt bin. Komm, geh rüber. Flasche. Tu runter. An der Zeit machen wir das eben. So, das, das. Zack. Zack, du dahin. Du dahin. Du kannst schon mal auf dem. Ach, du kannst auf den Ball gehen, ja? So. So, einmal das Baby. Zack, das, du runter. Einmal Windel wechseln. So, bitteschön. Oh nee, das müssen wir wieder drehen. Und zack. Einmal atme bitte, während wir nach. Während die nach oben geht, andersrum. Okay, runter. Oh Gott, ist das eine hässliche Kombination. So, das. Wir brauchen eine Ausrede. Dass sie. Aber ich wollte immer einfach nur Ärztin sein. Ja, das ist quasi alles immer das Gleiche. Okay. Das kommt dahin. Ich glaube, da müssen wir. Oh ja, komm. So. Das können wir schnell machen. Dann die. Dann atmen. Das noch da. Die beiden Männer wieder nach hier. Warum kommen hier eigentlich ständig nur Männer mit ihren Babys? So, das. 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 Du kannst noch da. Das war jetzt zwar der falsche, aber egal. So. Der, doch, jetzt kann er. Ihr könnt tauschen. Oh je, oh je, oh je. Okay. Du kannst dahin. Das dahin. Irgendwo habe ich gerade den Oliver. Da ist er, da ist er. Oh mein Gott. So. So, schnell Windel wechseln, komm. Braves Kind, dass du dafür nicht so lange gebraucht hast. Okay. Du dahin, atmen bitte, du runter, da müssen wir hin. So, das. Das war, ja, das vergesse ich immer wieder, was das war. So, schnell abkassieren.
Schatz, du hast dein Praktikum auf der Entbindungsstation abgeschlossen. Wir haben alle 3 Sterne. Wir haben Oliver gefunden und sogar die Herausforderung gemeistert, obwohl ich mir nicht ganz so sicher bin, dass wir jetzt die richtigen überhaupt gewählt haben. Neue Episode freigeschaltet, Intensivstation. Du kannst dich gemeinsam mit Sophia intensiv um die Patienten kümmern. Chance, wäre es okay, wenn ich heute etwas eher Schluss mache? Ich habe noch einen Termin. Kein Problem, solange du mir versprichst, bei meinem anstehenden Töpfer-Workshop mitzumachen. Versprochen. Unsere gemeinsame Zeit geht immer so schnell vorbei, aber es macht mir unglaublich viel Spaß, mit dir zusammenzuarbeiten. Mir auch, Charles. Ach, aber ich muss los. Puh. Zur Seite, Allison. Hä? Es tut so weh. Ellie, Allison. Ryan, was ist passiert? Wir haben keine Zeit zum Reden. Er muss sofort in den OP. Lass mich nicht allein. Hilf uns. Oh je. Aber das hier ist eine schwierige Geschichte. Allison, ich könnte wirklich deine Hilfe gebrauchen. Aber du musst dich jetzt entscheiden. Wir sind in OP Nummer 3. Patientin Mathilda Hart war in einen Autounfall verwickelt. Hat aus unbekannten Gründen die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Massive Abschürfungen und Schnittwunden, keine inneren Blutungen. Ryan wird sich wieder erholen, er ist jetzt in der Notaufnahme. Das sind gute Nachrichten. Aber ich brauche schnell deine Hilfe, Allison. Der Autounfall hat sie übel zugerichtet. Beginnen wir damit, jede Wunde zu desinfizieren und zu nähen. Wie mache ich das? Achso. Okay. Sprühen. Nähen. Hallo. Nimm das an. Ach, ich brauche gar nicht drücken. Ah, ich muss nur da drüber gehen. Okay. Manchmal nimmt das an, manchmal nimmt das nicht an. So. Eine gute Stunde später. Ich habe noch nie so viele Abschürfungen gesehen. Ich weiß, aber wir haben es fast geschafft. So. So. Perfekt. Sieht so aus, als wären das alle. Gut, überprüfen wir die Anzeige. Was soll ich denn da überprüfen? Ach so! Ach, ich bin so doof. Okay. So. Und so. Ich schätze mal, das sind die Minispiele aus der Intensiv, oder? Das sieht nicht gut aus, Quinn. Organversagen aufgrund unbekannter Giftstoffe. Das hat nichts mit dem Autounfall zu tun. Wir werden sie an eine Maschine anschließen müssen. Und vorerst in ein künstliches Koma versetzen. Sie aufzuwecken wird die Situation nur noch verschlimmern. Muss ich das rüberziehen? Ja. Okay, das dahin. Was sollen wir jetzt machen? Ich werde noch einmal alle Daten durchsehen. Im Moment kannst du nichts für sie tun. Ja, und damit sind wir dann auf der Intensivstation angekommen, haben massiv überzogen und deswegen werde ich mich ganz schnell von euch verabschieden und wünsche euch noch einen schönen Resttag und hoffe, ich sehe euch in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.